Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann mit dem Tigerfarm. Hallo. Servus. So, wir sind hier immer noch am Dreschen. Helfer F hat einen vollen Kontank. Ja, Moment. Kannst du dich, das ist fein. So, und ich sitze hier. Realistisch oder unrealistisch? Was? Nicht durch die Frucht. Also realistisch. Man fährt generell nicht durch die Frucht. Doch, manche machen das. Ja, dann nicht sind sie manche. Zu blöd und wollen kein Geld verdienen. Das kann sein. Ey, du hast sogar Glück, der Drescher kann nochmal umdrehen. Mhm. Kann ich ja noch realistischer abdanken. Jo. So, Freunde, kurze Info. Die nächsten 2 Wochen habe ich beruflich Urlaub. Daher werden wir einiges vorproduzieren an Folgen. Heißt für euch, es kommt hoffentlich, hoffe ich, trotzdem jeden Tag eine Folge. Allerdings kann man auf die Folgen nicht so viel eingehen, falls ihr irgendwas schreibt. Aber das wird dann, sobald wir wieder neu aufnehmen, geändert werden. Ich kann dann ja immer auf die Kommentare antworten. Ja, antworten werde ich dann auch gelegentlich übers Handy, aber wir nehmen ja in der Zeit dann keine neuen Folgen auf. Mhm. Ich bin gerade überlegen, ob ich hier auch noch einen Helfer einstellen soll, dann kann ich mich auch noch ein bisschen um was anderes kümmern. Ja, was denn? Ich weiß nicht, was müssen bei unseren Feldern gemacht werden. Eigentlich nur Spritzen, also Unkraut. Spritzen und Düngen, oder nicht? Oder haben wir schon zweimal? Ah ne, haben wir schon zweimal. Zweimal ist so Düngen. Ich könnte auch abgetankt werden dann. Mhm. 11k habe ich drin. Wow, ich bin gleich voll. Ja, supi. Na, ich habe noch 20%. Also, ja. Also ein bisschen von dir kann ich noch abtanken. 1000. Jo, was haben wir hier denn? Hafer? Was machen wir damit eigentlich? Aber wir müssen den noch abliefern. Ja. Was ist eigentlich, wenn du den Hafer jetzt verkaufst? Irgendwo anders hin? Dann geht der Auftrag nicht jetzt abgeschlossen. Dann müssten wir den abbrechen und dann kriegen wir keine 33.000 dafür. Ja, aber der Hafer bringt uns ja einzeln viel mehr. Wie viel Liter hast du jetzt drin? Gleich 59.000. Ja, überleg mal, was bringt der Liter auf der 1000 Liter Hafer? Warte. Moment. Ich muss kurz Tempomat einstellen. 1000 Liter Hafer bringt 1000. Dann sind wir bei falsche Taste. Ach. Nein, hier. Ja, ist weiter weg. Oder? Ne, passt. Ich habe jetzt, du bist jetzt voll, hast 59.000 drin, also 70.000 haben wir schon. 70.000 haben. Ach, ich bin voll. Ja. Ja. Warte mal, ich bin ernsthaft am Überlegen, warum behalten wir das Zeug nicht? Wir haben einen kleinen Betrug hier. Du kannst natürlich so machen. Ich lagere das jetzt bei uns ein. Ja. Und dann verbringe ich das so viel, wie die halt wollen. Dahin. Ja, aber das bringt uns ja auch nicht mehr. Lager's mal ein. Wir haben ja im Moment 0 Hafer im Silo. Wir gucken mal, wie viel komplett runterkommt. Dann rechnen wir aus, was wir daran verdienen oder wie viel wir dafür kriegen. Und dann sehen wir ja, ob wir den Auftrag abschließen sollten oder nicht. Weil wir kriegen hier locker. Ich bin jetzt bei 13k schon wieder. Also wir kriegen hier locker 100k Hafer raus. Und das wären 100.000 Euro. Ah, nee, mehr als 100k. Ich habe jetzt hier schon über 50. Ja, eben. Aber wir kriegen nur 30.000 vom Ding, vom Auftrag. Ja, aber wir kriegen dann noch, wenn wir das da abliefern, kriegen wir noch extra Geld für das Auftrag. Weil wir es dann noch weiter verkaufen.
Ja, aber sind das 70k, die wir dann noch zusätzlich verdienen? Was denkst du? Wie meinst du? Na, wenn wir jetzt alles verkaufen, wenn wir 100k rauskriegen und wir verkaufen das alles auf unseren Nacken, dann wären das ja 100.000. Vom Auftrag kriegen wir aber nur 33.000 plus den Überschuss. Ja, den kriegen wir ja auch. Aber der Überschuss müsste ja 70.000 Hafer sein. Ja, dann hast du 30.000 für den Auftrag und 70.000 für das Rechtliche. Ja, denkst du, dass da 70.000 Hafer übrig bleiben nach dem Auftrag? Da bin ich mir nicht sicher. Das glaube ich eher nicht. Das glaube ich auch nicht. Oh, ich bin voll. Ja, dann drehen wir dein Rohr schon mal raus, ja, dass ja, es ja nicht abfallen muss. Muss erst Stroh abladen. Ganz von vorne ranfangen. Von dem her würde ich fast eher sagen, wir behalten einfach alles für uns. Wir klauen das denen vom Feld. Und meinst du, dass wir dann die Mission abbrechen? Ja, warum nicht? Also, rein rechnerisch kriegen wir 100.000 Euro für den reinen Hafer. Es könnte natürlich passieren, dass wenn wir abbrechen, dass der Hafer verschwindet. Das wäre natürlich doof, aber das glaube ich nicht. Weil sobald er im Silo eingelagert ist, ist er ja nicht mehr zugewiesen. Beziehungsweise der ist ja, glaube ich, gar nicht zugewiesen. Nee, wie? Willst du jedes einzelne Korn zuweisen? Na eben. Geht nicht. Also, dann verkaufen wir das einfach. Wir klauen dem offiziell das Zeug vom Feld und dann ist er glücklich. Der bezahlt, will uns sogar dafür bezahlen. Also sind wir Polen? Nein. Polen. Das hat ja mit Polen nichts zu tun. Doch, die klauen alles. Na, das ist ein Vorurteil. Mein Klassenkamerad hat einen E-Roller. So ein... wie heißt das? Elektroroller. Nicht ein E-Roller. Auf jeden Fall hat er da so ein ein Roller. Ich weiß... Ja, es ist, glaube ich, ein ganz... Es ist ein kleiner Roller, glaube ich. Aber der hat da einen Motor dran, glaube ich, dran gebaut. Okay, und der ist jetzt weg, oder was? Nee, gar nicht, war andersrum. Der hat ein Fahrrad. Da hat er einen Motor dran gebaut. So ja, war das. Und jetzt? Ja, das wollte ich jetzt nur mal so erzählen. Ach so. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie und das ist ihm geklaut worden. Von einem Polen. Nee, weil er ist halb Pole, halb Deutsche. Deswegen ist mir das eingefallen. Ah. Hm. Das ist gerade ein Glück, dass mein Internet das durchhält. Dann hoffen wir mal, dass es noch ein paar Folgen durchhält heute. Ich habe gerade nur Discord und LS am Laufen. Und LS im Multiplayer zieht schon etwas. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Kriegen wir den Pflanzenschutz noch drauf? Wir haben noch nicht mal das Geld, um das zu mieten. Doch. Zum Mieten muss es reichen. Ja, aber wir hatten doch letztens gesagt, dass wir es lassen. Oder? Ja, aber es sieht scheiße aus. Es gibt 20% Minus oder so. Oh, ich bin die Beauty Queen! Das sieht scheiße aus! Ja, moin. Hast du endlich kapiert? Genau. Hast du es endlich kapiert? Nee, es geht ja auch um die 20%, die wir verlieren. Verliert man da wirklich? Ich dachte, es war letzte Woche. Moment. 20 oder? Ich schaue. Verbesserter Ertrag. Unkraut entfernen gibt minus 20% auf alles. Das heißt, wenn du eigentlich deinen Ertrag durch mit Düngen steigerst, wird er durch 20% wieder gesenkt.
Also durchs Unkraut. Wo sind die Geldverdienst? Ziemlich weit oben. Bei Grundlagen, verbesserter Ertrag. Oh nein, Leck. Ja. Ja, stimmt. Das war Abzug. Wenn wir es nicht machen. Ah, warte, hatten wir nicht eine Spitze? Moment. Ich habe übrigens. Oder war die nur gemietet? Ich glaube, die hat man nur gemietet. Oh, ich fahre ziemlich schräg hier. Die haben wir gemietet. Ich guck mal, was bei der Butter los ist. Jo. Das ist eine gute Idee. Haben wir das ja mal rausgefunden. Ja. Wir haben schon vier. Ja, vier Butterfässer haben wir, ja. Dann hole ich nochmal Milch. Dann müssen wir aber auch nochmal Fässer kaufen. Ich weiß auch nicht, ob die Fässer beim Verkauf verschwinden. Dann müssen wir irgendwie mal dann heute Abend ausprobieren. War eigentlich unlogisch. Warum willst du die Butter einfach so auskippen und dem Käufer mitgeben? Ja, stimmt auch wieder. Keine Ahnung. Ich meine, der Preis ist so hoch, dass ich mir das schon vorstellen könnte. Aber ich denke, weil wir verkaufen ja nicht das Fass damit. Dann würde es zumindest logisch sein. Aus meiner Logik raus würde das Fass mitverkauft werden, weil sonst müsste er ja die Butter. Ja, mach. Eierkartons werden ja mitverkauft. Ich bin falsch, ja. Ich weiß es nicht. Jetzt sag nicht, siehst es endlich ein. Nee, ich weiß es nicht. Wir haben es noch nicht ausprobiert, von dem her. Kann so oder so enden. Wir vermuten einfach. Ja. Dankst du den Helfer nochmal ab? Kannst du es kurz machen? Mal kurz zurück. Ich sitze im Drescher, Kollege. Mach einen Helfer an. Moment, ich mach's. Danke. Mann! Die Butter kann warten, oder die Milch? Wie viel Milch haben wir überhaupt? Nicht. Ach, du hast leer gemacht. Wie viel war drin? 1700 irgendwas oder 1800. Das ist gut. So, jetzt ist ja gerade so, dass ich ihn. Ja. Ist er jetzt schon voll oder was? Nee. So geht jetzt in die Frucht. So. Oder lag ich? Weiß nicht, ob du lagst. Nee, ich hänge. Meistens ist es Zeichen, wenn es nicht bewegt, dann habe ich es kurz Internetzusammenbruch sozusagen. Ja, das ist schade. Aber ich habe nur festgehalten. Bin nur festgehalten, was auch immer. So, ich habe oben das Feld nochmal geteilt, dann kann man nämlich den kleinen Drescher nachher umsetzen. Mhm. Der braucht noch einmal hin und einmal zurück wahrscheinlich. Genau 200 Euro Lohnzahlung. Ja, eine Stunde für Dreschen. Kostet also 200 Euro. In der fünffachen Geschwindigkeit. Und der, nee, das müsste gleich sein. Weil er ab. Warte. Nee. Ist nicht gleich? Nee. Okay. Wenn du ab 1 hast, dann hast du ja eine längere Stunde. Dann hast du ja nicht das Fünffache, sondern halt normal. Denn das geht nach der Zeit, nicht nach was er geschafft hat. Das wohl war. Oh, wir haben 4000. Mist, wir müssen die Gewächshäuser auffüllen. Mal, das werden wir in der nächsten Folge machen.
Ja, werde ich in der nächsten Folge machen. Kannst kommen, 10.000. Bis am Ende, ja. Aber. Ja, ich drehe so, dass es passt. Bonbon? Nicht? Was? Bitte zum Bonbon. Nee, sind unten. Muss ich extra runtergehen. Ich hab hier einen. Eins. Wie viel hast du im Laderaum, Anhänger? 25. Dann hast du gleich 36 drin. Du kannst rechnen, seit wann? 36, 60 haben wir drin, dann sind wir bei 90. Wir kriegen locker über 90.000 raus. Kommst du irgendwann noch, oder? Ist bald schon wieder umdrehen. Heftig, heftig. Also, wir werden den Händler, den Auftraggeber hier ein bisschen abzocken. Denke ich. Und. Machst du's oder machst du's? Ich denke, wir machen's. Ha! Aber das seht ihr dann in der nächsten Folge hoffentlich, dass wir hier fertig werden. Jo. Haut rein, macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Morgen, ciao. Ciao.